Grüß Gott, ich will einen Haul machen. Ich habe wieder ganz, ganz viel gekauft. Da muss ich mich gleich verstecken. Es ist aber gemischt. Es ist TK Maxx dabei, DM, Bieber und Tally Whale. Anfangen durch mit Tally Whale, weil da habe ich nur zwei Sachen gekauft. Da kann ich euch auch wieder Tragebilder einblenden, weil ich habe in der Kabine Fotos gemacht. Und ich habe die auch auf Instagram und Snapchat und so in der Story und so postet, das was ich eh zurzeit sehr oft mache. Also viele werden das vielleicht schon gesehen haben. Also, die waren natürlich reduziert, weil ich bin so ein Sale-Shopper in letzter Zeit, ihr kennt mich. Also alles, was reduziert ist, wird gekauft von der lieben Shay. Ja, ich habe mir einmal das rote Kleid hier gekauft. Das ist hinten nämlich offen. Und vorne sieht es so aus. Ich blende euch mal das Foto ein, weil ich fand das von der Farbe her so schön. Und weil ich so wenig rote Kleider habe, ich glaube, ich habe nur eines oder zwei vielleicht, wenn es hinkommt. Und eines ist eher zum Fortgehen, also wenn man die Disco geht oder so, weil das schon sehr aufreizend ist. Und ich finde, das ist so, ja, das ist so richtig süß und unschuldig. Habt ihr es ja auf dem Foto gesehen, wie es ausschaut. Also ich fand das wirklich, wirklich süß. Das einzige Negative ist, ich brauche halt einen BH, da wo man das da hinten halt nicht so sieht. Weil wenn ich, so wie bei dem, glaube ich, man sieht trotzdem immer den BH dann durch. Und das stört mich ein bisschen. Also da muss ich mal gucken, was für ein BH ich dann anziehe. Weil das will ich vielleicht morgen anziehen, weil ich bin auf einer Geburtstagsparty. Also beziehungsweise, wo ihr das Video seht, ist die Party schon vorbei. Aber ich bin wo eingeladen und will eins von den beiden tragen. Apropos, das hat nämlich nur noch 12,99 gekostet. Das war reduziert. Irgendwie kriege ich heute nicht hin, Videos zu drehen. Dabei freue ich mich so auf dieses Haul-Video. So, als nächster zeige ich euch das Schwarze. Ihr könnt hier ein Tragebild sehen. Ich hoffe, dass man es ein bisschen erkennt. Weil man hat hier noch dann so das so drüber hängen. So unter der Schulter. Klingt das irgendwie logisch? Ich glaube nicht, oder? Also hier so hat man es hängen. Ich hoffe, man kann das sehen auf dem Foto. Und ich fand das auch cool, dass es wieder hinten so ein bisschen offen ist. Das fand ich auch sehr schön. Und das hat nur noch 6,99 kostet. Davor 12 und im Allgemeinen, glaube ich, war das relativ teuer. Naja, 20 Euro jetzt vorher kostet, aber da bin ich eh ein bisschen geizig. Deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir das reduziert. Weil das war wirklich, also es ist wirklich, wirklich schön und mir gefällt es echt gut. Als nächstes kommen die Sachen von, also ich fange mal mit einer Tüte an und da sind DM und Bieber Sachen, glaube ich, drinnen. Ich habe nämlich das gerade rausgezogen. Ich habe mir das ganz, ganz oft gekauft, weil das ist um 60 Cent reduziert. Eine liebe Abonnentin hat mir das auf Instagram geschrieben, mit dem Foto sogar, dass die jetzt um 60 Cent reduziert sind. Deswegen habe ich habe Glück gehabt, dass ich Urlaub habe. Da bin ich nämlich gleich am nächsten Tag zu DM gelatscht. Na, stimmt nicht, am selben Tag und gestern auch wieder. Also wenn ihr das Video seht, ist das wahrscheinlich schon eine Woche her. Aber ihr habt das, glaube ich, eher auf Snapchat und so gesehen. Also, das sind schon mal zwei. Da habe ich noch eins. Da habe ich noch eins. Noch eins. Oh, ich habe noch eins. Ups. Ich wollte noch mehr nehmen, aber ich habe mir gedacht, übertreibe nicht. Außerdem ist wieder rauskommen, dass, wie heißt denn das? Beere, Magnolie oder so. Und das mochte ich auch letztes Jahr sehr gerne. Also deswegen habe ich mir gedacht, kaufst du dir nur ein paar, weil es ist Gott sei Dank eh das Beere, Magnolie wieder rauskommen. Das fand ich echt gut. So, als nächstes habe ich mir die habe ich endlich gesehen, weil die gab es bei uns wieder mal nicht. Das ist die Cremeseife von Balea in Ginger and Lemon. Durch das, dass ich die Aveo-Seifen nicht mehr so rieche, außer die ich jetzt gerade zurzeit benutze, will ich wechseln. Sogar Marke wechseln, was ich mir nie gedacht hätte früher. Und weil ich ja diese Duschlotion von diesen Ginger und Lemon so gern mochte, habe ich mir gedacht, nehme ich mir die Seife mit. Ich habe auch noch was, aber das ist jetzt gerade in der Tüte nicht dabei. Weiter geht's. Ich habe mir einmal Kosmetiktücher gekauft, weil meine da hinten leer sind und ich habe sie noch nicht nachgefüllt, die Stumpfbacke. Muss ich noch machen. Dann habe ich mir beim Bieber, switchen wir mal kurz zum Bieber. Ich habe noch eins. Sagt lieber nichts, Leute. Habe ich jetzt noch eins, dann kriege ich einen hysterischen. Nö, ich habe keins mehr. Passt. So, also. Ich war noch im
Bieber drinnen. Ich weiß nicht, ob ich das postet habe auf Snapchat und so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Ich habe vergessen, glaube ich. Wir waren beim Bieber. Also wir waren auf der Maria-Hilfer-Straße einkaufen, die Mine und ich, meine Cousine. Und da waren wir in dem Bieber drin. Die haben den umgebaut. Und erstens mal ist er wunderschön geworden. Und zweitens gab es noch das hier. Und da musste die Shea einkaufen. Da bleibt da schön nichts anderes über. Es gab leider nur noch die zwei. Es gab auch die 250 Milliliter, aber das sind die 400 Milliliter. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimm die gleich, die 400. Obwohl von der kleinen hätte es noch mehr geben. Aber wir müssen ja nicht übertreiben, oder? Ich finde, zwei als Backup reicht schon. Weil da kann ich mir eine in die Dusche stellen, die ab und zu verwenden. Ich bin so froh, dass ich noch zwei erwischt habe. Weil erst habe ich mir gedacht, ist egal, wenn ich es nicht erwische. Ich habe jetzt eh die andere. Aber es ist ja rausgegangen wieder, also beziehungsweise die Milch und Kakao geht ja auch raus. Und deswegen bin ich froh, dass ich noch zwei erwischt habe. Eigentlich habe ich, mir war es im Prinzip, ich versuche mich gerade rechtzufertigen wieder. Aber das ist eh mein Lieblingsprodukt, außerdem muss ich mich da glaube ich eh nicht rechtfertigen, oder? Weil mir hat nämlich vor kurzem jemand angeschrieben, dass sie mir das verkaufen würde. Da habe ich aber nein gesagt, weil ich mir die anderen ja noch gekauft habe. Aber wo ich das gesehen habe, habe ich es mir doch mitgenommen. Weiter geht's mit drei Tuchmasken. Die sind neu von Balea. Ich habe die schon am Vortag bei dem DM gesehen und habe aber dann, wollte sie dann doch nicht mitnehmen. Und ich habe sie gestern wieder gesehen und habe sie mir dann doch mitgenommen. Das ist einmal eine Tuchmaske mit Granatapfelextrakt. So sieht die aus, die Verpackung. Ich finde die Verpackung auch irgendwie so süß. Bin eh so ein Masken-Junkie schon wieder. Mit Mangoextrakt und natürlich mit Melone, mit Wassermelone. Und die finde ich ja sowieso Melone, ihr wisst ja. Da brauche ich ja nicht mehr viel sagen. Ich habe mir jeweils nur eine mitgenommen, weil ich sie zuerst probieren will, wie sie sind. Weil ich habe die Aqua noch im Kühlschrank, die sollte ich endlich mal benutzen von Balea. Und letztes Jahr, wie ich die Aqua benutzt habe, hat die mir nicht so gut gefallen. Also schauen wir mal, ob sie mir dann gefällt. Ja, das hat sie mir auch geschickt über Instagram. Das ist dieses, also das ist ein Duschgel, Prinzessin Sternzauber heißt das. Und das riecht nach Melone. Sie hat mir das geschickt und ich musste mir das kaufen. Eigentlich hätte ich es ja nicht gebraucht. Ich habe zigtausend andere Duschgele. Und ich beim ersten Mal, wie ich es gesehen habe, habe ich es nicht mitgenommen. Dann habe ich es beim zweiten Mal jetzt gesehen, wie ich im DM war und habe mir gedacht, okay, nimm es doch mit. Weil Melone und ich, ja, ihr wisst ja, wie das läuft. Und das riecht echt so gut. Das riecht wirklich gut. Und ich verstehe nicht, warum die das jetzt erst, also das jetzt erst ins Sortiment bringen. Das kapiere ich irgendwie nicht ganz, aber muss ich glaube ich nicht kapieren, oder? Ja, dann habe ich mir Masken gekauft. Das hätte ich nicht so viele, aber wurscht. Ich habe ja in dem Maskensammlungsvideo gejammert, dass ich die Melone-Maske nicht mehr habe. Also habe ich mir noch ein paar Melone-Masken mitgenommen, weil die ja limitiert sind. Und weil ja auch, also die anderen Sachen gehen ja auch schon raus, was sommermäßig sind, zum Beispiel mein Duschpeeling. Also habe ich mir gedacht, jedes Mal, wenn ich im DM bin, nehme ich mir ein paar Melone-Masken mit. Naja, ich habe mir gestern nur 5 Melone mitgenommen. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Ich weiß, ich habe eh genug, aber ich will die Melone unbedingt noch bunkern, weil die fand ich wirklich gut. Die Melone-Maske, die ist echt gut. Ich finde das so doof, dass die jedes Mal dann immer wieder was rausnehmen müssen. Das nervt mich so. Dann habe ich noch 5 Weißer Tee und Kirsche. Ich sage es immer umgekehrt. Da habe ich auch aktuell jetzt eine in Verwendung. Also eine Anwendung habe ich schon gemacht. Und ich war so happy, dass ich die mir nochmal nachkauft habe. Weil die liebe ich. Die ist wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schon benutzt habt. Aber ich liebe die. Sogar ein bisschen mehr als die Melone. Deswegen habe ich mir die mehrmals nachgekauft als die Melone. Aber die Melone will ich trotzdem noch ein bisschen bunkern. Ich weiß, ich und mein... Was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, da darf man gar nichts mehr dazu sagen, oder? Dann habe ich noch einen Nachfüllseife, also einen Nachfüllpack mir mitgenommen von Balea. Und zwar ist das auch diese Ginger- und Lemon-Reihe. Ja, ich hätte zuerst einmal die probieren sollen, bevor ich mir die Nachfüllung kaufe, aber egal. Ist ja Wurst, oder? Ja. Dann waren die Min und ich noch im TK Maxx drinnen und meistens, jedes Mal, wenn ich reingehe, nehme ich immer einen drum mit, weil ich mir denke, das ist reduziert und das kriegt man sonst woanders nur so teuer. Und gestern gab es echt geile Sachen beim TK Maxx, ihr könnt das schon sehen, ich habe schon wieder Masken in der Hand.
ich bin da gestern ausgerastet und ich habe so viel Geld dort lassen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich bin echt schockiert gewesen, ich habe das auch auf Snapchat postet und so, da war ich sogar sehr schockiert über mich selber. Wirklich schockiert. Aber ich muss sagen, ich habe ein Geschenk für meine Nichte dabei gehabt, ein Geschenk für meinen Hund, sogar noch was ist für meinen Hund dabei, ich glaube, das zeige ich euch auch gleich. Und zwei Geschenke sogar für meine Mom. Ja, also ich habe schon ein bisschen Geschenke auch gekauft. Aber ja. Egal, fangen wir an. Ich habe als allererstes so eine riesengroße Panda-Maske mitgenommen. Ich wollte sie eigentlich meiner Mom schenken, weil ich ja eh die andere Panda-Maske habe. Und ich glaube, ich werde sie ihr auch vielleicht noch geben. Ich habe eh so viele Masken. Mal schauen, ich wollte sie euch halt mal zeigen. Und dann hat meine Cousine die hier gefunden. Und die finde ich ja richtig geil von der Verpackung her. Schaut euch das mal an. Also das ist eine Kiwi- und Apfeltuchmaske. Also dort gibt es meistens nur Tuchmasken, keine Creme-Masken wie von Balea zum Beispiel. Dann gibt es hier die Honey. Die Verpackungen sind so schön. Dann gibt es noch die Blueberry und die finde ich überhaupt von der Verpackung voll schön. Und die Pomegranate, also Granatapfel, glaube ich, ist das. Ja, so sieht die aus. Die musste ich einfach mitnehmen. Die waren so schön vom Verpackungsdesign her. Es gab auch dort diese Tony Moly Masken, was mir auch jemand, glaube ich, unter meinem Maskenvideo geschrieben hat. Nur weil ich die noch nicht benutzt habe, habe ich sie jetzt dort lassen. Aber ich bin halb explodiert, weil meine Cousine und ich haben die ganze Zeit drum herum geschaut, was wir alles finden. Diesmal habe ich nämlich wirklich mehr Zeit lassen, damit ich wirklich was finde. Und ich habe was gefunden. Mein Herz ist stehen geblieben. Das ist die Maske, die ich vorletzten Video oder im letzten Video aufgebraucht habe. Und die gibt es im 5er-Pack dort. Ich meine, die kosten zwar ziemlich viel, die kosten 5,99 €. Aber egal, ich war so happy, wie ich die gesehen habe. Ich bin so durchdreht, ich habe es gleich postet und habe meiner Cousine gleich 100-mal Danke gesagt, weil ich habe die überhaupt nicht gesehen. Sie ist davor gestanden und hat dann gesagt, dass da auch noch Masken sind. Und ich habe nur runtergeschaut und da waren die dann. Ich bin so happy. Jetzt kann ich meine andere auch noch benutzen, weil jetzt habe ich ganz, ganz viele Backups. In jeder Schachtel sind 5 Stück drin. Ich habe meiner Cousine auch eine mitgeben, damit sie weiß, warum ich die so mag. Weil die ist wirklich gut. Ihr habt sie ja vor kurzem in meinem Aufgebraucht-Video gesehen. Also über die freue ich mich am meisten bei meinem Einkauf. Wirklich. Ja, dann kommen wir schon zu dem Spray, den ich in Sparky gekauft habe. Ich habe hier noch ein Hundespielzeug gekauft, aber ich habe vergessen, euch das zu zeigen. Das ist auch nur so ein das schaut so aus wie dieser rote Angry Bird. Das ist so ein Vogel, was so in Form von einem Ball ist und ist auch so geschnürt wie ein Ball, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, das ist ein Coconut Body Mist für Hunde. Und er ist schon davon gelaufen. Ich habe ihn gestern versucht, damit einzusprühen, aber er ist gleich weggelaufen. Ja, er hasst es ja auch nass zu werden, also kann ich verstehen, dass er kein Parfum haben will. Aber ich wollte halt, weil manchmal hundelt der extrem. Wirklich. Meistens riecht er nach meinem Parfum, weil ich ihn knuddel zum Beispiel, dann riecht er manchmal nach meinem Parfum. Aber meistens, jetzt im Sommer war es ja überhaupt extrem, hundelt er. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, Kokos, warum auch nicht. Aber mein Hund will dabei nicht nach Kokos riechen, habe ich das Gefühl. Dann habe ich was entdeckt, also durch das ganze Rumschauen, das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich so viel entdeckt habe, deswegen habe ich auch so viel ausgegeben. Aber ich habe was entdeckt, was ich schon immer mal probieren wollte. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob das viele kennen, aber das ist ja dieses berühmte Macadamia, diese Haarmaske ist das. Das hat dort 12,99 € gekostet und oben steht aber drüber, dass es eigentlich 34 € kosten würde. Ich weiß nicht, ob das stimmt, da dürft ihr mich nicht fragen. Keine Ahnung. Aber ich wollte das unbedingt haben, weil jeder hat damals geschwärmt davon, das konnte man aber nur online bestellen. Und deswegen, ja, das riecht so gut. Ich hätte mir nie gedacht, dass das so gut riecht. Die haben ja auch bei diesem Tiki Max so viel Tichi Bett her und das Ganze, sogar riesengroße Bullen. Aber ich traue mich das nicht kaufen, weil ich Angst habe, dass das für meine Haare nicht so gut ist, weil ich habe diese... Könnt ihr euch noch an den anderen Haul erinnern, wo ich diese Coconut, diesen Conditioner gekauft habe? Und den mag ich irgendwie nicht so. Also, irgendwie ist der nicht so meins. Also, ich bin gleich zu der Gesichtspflege übrigens gegangen, wie wir da reingegangen sind im Tiki Max, weil ich gucken wollte, was da alles gibt. Und dann habe ich wieder Elisabeth Arden Sachen gefunden und auch ein Gesichtswasser von Lancaster. Ich bin aber gestorben, weil ich habe auch eine Lancaster-Pflege gefunden. Das heißt, ich will jetzt unbedingt öfter gehen, weil vielleicht gibt es ja irgendwann mal mein
Das, was ich mir vor kurzem gekauft habe, was ihr im Müller-Haul gesehen habt, dieses korrekte Blur, wenn es das gibt, bunkere ich das. Ist mir wurscht, wie viel es kostet, ich bunkere es. Weil das da zum Beispiel, das ist von Elisabeth Arden, diese Kapseln wieder. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die benutzen soll, weil ich glaube, dass die eher für ältere Haut gedacht sind. Ich habe mir die nämlich jetzt aus Jux mitgenommen, weil es halt nur noch 17 Euro gekostet hat. Weil jetzt da steht, ja. Man soll es auch nur nachts benutzen. Dann bekämpft sie die sichtbare Auswirkung von Stress und sonnenbedingter Hautschäden. Das klingt ja gut. Mattiert aufgrund von Altersflecken. Ich habe keine Alter. Naja, es fängt schon an, so ein bisschen hier vielleicht. So ganz leicht. So habe ich ein bisschen Pigmentflecken. Ich weiß nicht, ob es wirklich Pigmentflecken sind, aber ich bilde mir ein, das sind welche. Selbst dunkle Flecken, ich kann das kaum lesen, weil das auf Silber geschrieben ist. Wie dumm sind die? Infolge von Akne freuen Sie sich beim Aufwachen über einen strahlenden, gleichmäßigen Teint und genießen Sie ein was? Revitalisierendes, heißt das, glaube ich. Ich kann das wirklich schlecht lesen. Ich sollte mal zum Augenarzt gehen. Und regenerierendes Hautbild. Na bitte. Also es klingt schon so, als wäre es eher für Ältere gedacht, aber ich will es trotzdem irgendwie verwenden. Weil ich habe von denen gehört, wir haben die bei uns in der Filiale natürlich nicht. Das hat nur noch 17 Euro gekostet. Ich bin halb gestorben. Da gab es nämlich noch drei. Jetzt ärgere ich mich, dass ich mich noch nicht noch mehr mitgenommen habe, aber ich habe eh so viel Zeug. Erstens. Zweitens habe ich eh so viel Geld dort lassen. So sehen die aus. Und ich bilde mir ein, die hat uns damals die vom Außendienst zeigt. Skin Tone Perfection Kapseln. Da hat sie nämlich damals auch gesagt, dass man die nur abends benutzen darf. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt gesagt hat, dass das nur für ältere Damen geeignet ist oder. Ich weiß es nicht. Jetzt traue ich mich, die nicht benutzen. Ich habe die halt gekauft, weil Elisabeth Arden draufsteht, eh wieder typisch. So sehen die aus. Könnt ihr das erkennen? So sieht's aus. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es benutzen soll. Ich bin gestört und ich kaufe mir was, was ich vielleicht gar nicht benutzen kann. Ich werde vielleicht zweimal meiner Mom schenken und ihr sagen, dass sie die nur am Abend benutzen darf. Und dann gucken wir mal. Oder ich benutze mal eine und schau mal, wie die sind bei mir auf der Haut. Weil die sind eigentlich relativ teuer und ich habe irgendwie gehofft, dass es die sind, wie ich die Schachtel gesehen habe. Ja. Dann habe ich noch ein Make-up von Elisabeth Arden gesehen, aber das. Ich muss gestehen, das habe ich sogar aufgemacht und ich habe es nicht benutzt. Ich habe nur reingeschaut, welche Farbe es ist. Und es war mir sowieso zu dunkel, weil fast hätte ich es mitgenommen, weil Elisabeth Arden draufsteht. Ich habe sogar noch zwei Sachen gefunden dort, wo Elisabeth Arden drauf stand und ich wollte es haben. Habe es aber dort lassen, weil ich eh so viel schon in meinem Einkaufskorb hatte. So. Und das nächste Mal, weil ich bin nämlich. Beziehungsweise ich will nämlich nächste Woche am 1., weil ich bin wieder arbeiten ab nächster Woche. Also ab. Ich sehe jetzt kein Datum. Warte jetzt kurz. Heute ist Freitag. Ab 28. bin ich wieder arbeiten. Kurz. Und am 1. September habe ich aber frei und da kommt eine MAC-Kollektion raus, die ich mir unbedingt anschauen will und deswegen will ich nochmal zum Tiki Max. Weil es gibt nämlich ein Clinique-Gesichtswasser um 30 Euro, habe ich gesehen. Und ich habe mir gestern irgendwie in den Arsch bissen, dass ich es doch nicht mitgenommen habe. Obwohl ich eh so viel habe. So wie das hier. Das ist von Lancaster ein Gesichtswasser. Ich wollte das unbedingt mitnehmen. Das hat, also es steht da oberhalb, das ist 8 Euro eigentlich kostet, seht ihr das? Und unterhalb, das ist der von Tiki Max, da steht ja auch unser Preis, 3,99 €. Also ich dürfte nicht beim Tiki Max arbeiten. Ich glaube, ich würde mein ganzes Gehalt dort verschleudern, weil ich die billigeren Sachen sehe. Da schaltet mein Gehirn aus. Da schaltet wirklich mein Gehirn aus. Seht ihr gleich bei den letzten drum, was ich mir gekauft habe. Zurück zum Gesichtswasser. Ich weiß, ich hyperventiliere gerade, weil ich freue mich so über diesen Heu. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, das habe ich mir auch mitgenommen, weil viele kaufen das bei uns in der Filiale und ich wollte das mal probieren. Aber ich werde mir das vielleicht für eine Reise aufheben, weil der Jan gemeint hat, wir fliegen vielleicht nächstes Jahr weg, also werde ich mir das aufheben für eine Reise. Deswegen war es ja doch nicht so schlecht, dass ich es mitgenommen habe, oder? So, als letztes. Jetzt nicht. So, als letztes, ich bin ganz, ganz lange bei den Düften gestanden. Ganz, ganz lange. Ich kann auch dann ein Foto euch einblenden. Ganz, ganz lange bin ich dort gestanden. Da gab es nämlich von ganz vielen verschiedenen Düften, zum Beispiel von Calvin Klein, gibt es von, den habe ich mir mal gekauft, den habt ihr in deinem Koffer halt mal gesehen. Den, wie heißt denn der? Calvin Klein.
CK2, glaube ich, heißt der. Den habe ich mir mal gekauft in klein. Und dort gibt es eine ganz, ganz große Größe um 54 Euro. Und ich bin die ganze Zeit dran rumgeschlichen, aber das kannst du nicht machen. Du hast eh so viele Düfte und ich habe den ja noch, aber ich mag den Duft nämlich. Und das ist die 160 Milliliter um 54, also um 55 Euro. Ich bin halt gestorben. Weil ich müsste mal gucken, das will ich nämlich unbedingt am Montag machen, wie viel bei uns die 100 kostet. Dann vergleiche ich das ein bisschen und dann überlege ich, ob ich mir das noch kaufe. Aber ich habe eigentlich eh genug Düfte, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich den hier gesehen. Ihr könnt es schwer erkennen. Das war mal eine Limited Edition vor 2 Jahren, glaube ich. Ich glaube, vor 2 Jahren war die. Und ich wollte den haben damals, mir war der aber zu teuer. Dann wollte ich ihn mir kaufen, dann war er ausverkauft bei uns. Das war so eine Kollektion, wo Eissorten, ihr seht es ja an der Verpackung, das schaut so aus wie eine Eistüte. Und da sind auch Eiskugeln abgebildet. Also das sind so, bin ich doof jetzt? Da gab es 3 Düfte und da waren verschiedene Eissorten. Da gab es Marille, Pistazie und Erdbeer, glaube ich. Und das waren so richtig meine Düfte, weil die richtig süß sind. Dann habe ich gestern den gesehen und bin aber durchgedreht. Der ist auch noch vorne gestanden, so richtig kauf mich. Der hat nur noch 24,99 kostet. Ich blende euch das Foto ein, ich lüge nicht. Deswegen habe ich ihn mitnehmen wollen. Weil um 25 Euro hätte ich den nicht einmal beim Müller, glaube ich, bekommen. Ja, und ich war sehr, sehr traurig, wie er damals dann ausverkauft war. Weil da war ich dann in Urlaub, glaube ich, und dann habe ich ihn immer mehr bekommen. Und jetzt habe ich ihn. Über das freue ich mich am meisten. Und auch über dieses Macadamia, über diese Haarmaske. Über das freue ich mich auch. Und über die Masken natürlich. Na, stimmt nicht. Moment, zurückspulen. Am allermeisten, allermeisten freue ich mich über die. Und dann kommt der Duft. Ja. TK Maxx ist so richtig mein Untergang, Leute. Ja. Ich zeige euch den mal. Ich habe am Anfang, glaube ich, das gekippt, weil das so dunkel ausschaut, aber er riecht noch normal. Der riecht genau so wie... Oh. Eigentlich bin ich ja kein Donna Karen Fan. Aber der riecht so gut. Ich liebe den. Ich bin so happy drüber, weil den wollte ich damals unbedingt haben. Und jetzt habe ich ihn. Ich weiß, ich habe genug Düfte, aber ich wollte ihn unbedingt haben. Ja, Shay ist verrückt. Und ich habe auch gar keinen Platz mehr. Ich habe noch einen Duft, den ich ins Regal stellen sollte, aber ich habe einfach keinen Platz. Habe aber, glaube ich, schon 2 ausgemistet. Weil einen verschenke ich, na 2 verschenke ich. Ich habe eigentlich 3 insgesamt aussortiert. Wenn ihr das Ausmist-Video gesehen habt, habt ihr ja gesehen, dass ich auch diesen eh auch einen Donna Karen aussortiert habe. Dann habe ich einen 007 ausgemistet und was anderes noch. Irgendwas anderes habe ich auch noch aussortiert. Ja. Ich bin ziemlich happy über mein Haul. Ich glaube, das könnt ihr auch sehen. Ja, ich bin so happy über meine Sachen. Ich habe so viel Geld ausgegeben. Am Anfang war ich so schockiert über mich. Und dann habe ich mir gedacht, na und? Das sind Sachen, die du nirgendwo anders kriegst. Und ich werde vielleicht auch jetzt nicht mehr so oft beim Müller und so einkaufen, sondern eher immer bei TK Maxx gucken, weil ja doch die Sachen günstiger sind als im Müller. Ich meine, das ist zwar ziemlich komisch, also ich finde es zum Beispiel sehr komisch, warum jetzt zum Beispiel Lancaster, kennt ihr euch da aus? Warum haben die Sachen? Kennt ihr da euch ein bisschen aus? Also das, die koreanischen Sachen finde ich ja sowieso cool, dass die haben. Die Masken und so, das finde ich super, dass die haben. Aber ich verstehe nicht, wieso. Versteht ihr, wie ich das meine? Also wie die an die Sachen rankommen. Zum Beispiel diese Düfte, die was vor ein paar Jahren gegeben hat. Die haben auch von Elisabeth Ann ganz, ganz viele Limited Edition Düfte noch, habe ich gesehen. Nur da traue ich mich keinen kaufen, wenn ich nicht weiß, wie die riechen. Aber da wusste ich, wie der riecht, also musste ich den haben. Ja. Ich habe auch noch ganz andere Sachen gesehen. Ich habe von Elisabeth Ann noch was gesehen, was ich unbedingt haben will. 2 Sachen sogar. Ja. Ich muss noch überlegen, ob ich mir das wirklich kaufen soll. Ich habe eh so viel klumpert. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich will jetzt nicht so viel reden, weil ich könnte jetzt stundenlang über TK Maxx reden, weil ich dieses Geschäft so liebe. Ich gehe nämlich so gern zu dieser Beauty-Abteilung. Es gab sogar Too-Faced-Sachen und die waren alle undutched. Ich war so angefressen. Diese Melted Lipgloss oder so, irgendwas. Diese Lipgloss in der Tube gab's. Die waren alle off und alle undutched. Ich war so sauer.
Ich war wirklich so angefressen. Ich hätte da gerne einen gehabt, aber ja, Schminke habe ich eh zu viel. Aber ja, eigentlich habe ich von allen zu viel. Masken, Düfte. Habe ich alles zu viel, aber ist mir egal. Ja. Bevor das Video jetzt wirklich den Rahmen sprengt, werde ich es jetzt beenden. Ich hoffe, ich kriege die Sachen noch unter und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye.